Social Smoke Berry Punch heute Abend für euch. Sonntagabend war ein schönes Wochenende. Wir haben sehr viel gespielt, sehr viel Spaß gehabt und jetzt fängt der Ernst des Lebens wieder an. Ja, Social Smoke Berry Punch. Auf der OVP seht ihr diverse Sorten von Beeren. Ich sehe eine Himbeere, eine Blaubeere und eine schwarze Beere. Ich kenne mich mit Beeren nicht so aus, ich bin nicht so der Bär, aber die Leute, die sich auskennen, werden wissen, was das bedeutet. Der Schnitt ist hier immer sehr, sehr fein, sehr, sehr schön, Starbucks-like. Gleiche Farbe, gleicher Schnitt, kleine Ästchen, aber kein Problem. Heute ein bisschen weniger, war nur ein kleiner Shot, wie ihr sehen könnt. In der SK Vortex Bowl, SK Tamara. Und ja, ich habe hier noch einen Unbreakable rumliegen. Habe mich ein bisschen in den Schlauch verliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist wirklich angenehm, dass der wirklich, man braucht gar keine Angst haben, dass irgendwas kaputt geht. Man kann einfach drauf losrauchen. Der Durchzug ist auch sehr, sehr schön. Die Kohlen sind gleich fertig. Nach was riecht das Ganze? Riecht einfach total bärig, überwiegend sehr, sehr süß. Starbucks üblich, beziehungsweise Social Smoke üblich. Diese künstliche Süße, nichts Besonderes. Ne? Riecht bärig und jo, Feierabend. Himbeere und Blaubeere vielleicht ein bisschen herb, aber überwiegend dieser künstlich süßliche Geruch, den man auch von anderen Tabakken von Social Smoke schon kennt. Ich hau rein und bis gleich. Killer. So, nachdem ich eben bei meiner ultimativen Skillerlochung bei der dritten Runde extrem verkackt habe, Berry Punch von Social Smoke. Ja, wie üblich, super schnell angeraucht. Das geht richtig schnell. Jo, ist ein solider Tabak. Nichts Besonderes. Es ist einfach eine Beerentabak. Ich schmecke nichts Genaues raus. Es ist leicht süßlich. Hat so ein bisschen minzigen Touch. Also, ich weiß nicht. Sind bestimmt irgendwie 5 oder 10% Minze drin. Ja, man sieht es sogar hier. Sehe ich jetzt gerade auf der Verpackung. Ist ein Minzblatt. Ja. Ich bin mal gespannt, wie er sich zu diesem hier Wildberry Chill unterscheiden wird. Dann in den nächsten Tagen noch folgen. Man schmeckt ein bisschen Minze. Es ist sehr, sehr bärig. Sehr, sehr ja, künstlich, aber eine angenehme künstliche Note, sage ich mal. Süß. Und ein solider Flavor. Also einfach so ein Ding, was jedem schmeckt. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass es irgendjemandem nicht schmeckt. Das schmeckt nicht besonders intensiv nach Beeren, wie beispielsweise AF Berry oder so. Es ist einfach dieser typische Starbucks Social Smoke Flavor. Süß und wie gesagt leicht minzig und bisschen Berry eben. Ja. Definier Berry, schmecke ich Himbeere raus, schmecke ich Blaubeere raus? Also ich weiß nicht. Es ist so ein bisschen alles von allem. Im Endeffekt kommt eine süße, minzige Note bei raus. Mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Ich bin kaputt, sogar kaputt, um Ringe zu machen. Zu kaputt, es war ein anstrengender Tag heute. Ich wünsche euch eine schöne, gute Nacht. Schlaft alle schön. Bis die Tage. Macht's gut.